Ja, also ich verstehe deine Frage oder deine Intention, das Thema anzugehen. Weil ich glaube auch, es ist enorm wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Es braucht auch immer mehr Mut, nämlich miteinander ins Gespräch zu kommen und etwas Tiefgründiges einander zu sagen und sich offenbaren, weil man macht sich auch verletzlich. Manchmal denke ich auch, also die künstliche Intelligenz wäre einfacher, weil dann musst du auch nicht leiden. Oder? So Fragen stellen heisst auch, du musst dich aufs Leiden einlassen, wenn der andere ist vielleicht auch nicht gleicher Meinung. Du musst miteinander herausfinden. Es geht darum, dass sie in letzten Studien oder Tests entwickelt, dass das KI besser empathiert als Menschen. Ja, hat dann kein Gefühl. Genau, aber das ist die Sache, dass für mich. Eigentlich können wir es abgeben. Eigentlich können wir das. Aber ich glaube, wir leiden genau an dem. Das ist das, was ich wahrnehme. Wir leiden genau an dem, dass wir eben nicht mehr in echte Verbindungen kommen mit Leuten. Das muss man üben und so verstehe ich dieses Genau. Projekt, oder? Dass man das eigentlich miteinander übt und dann gibt es halt Disharmonie, okay. Aber wenn man gleich am Tisch sitzt, ist man angehalten, dann einander wieder zu finden. Also das Brotbrechen, und das ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil von dem Projekt, das Brotbrechen zusammen gehört zu vielleicht der Urritual, das es gibt, von Menschen, die zusammenkommen. Durch die Jagd, die sehr schwierig war, und bis wir einen Mammut gejagt haben und nur das Mammut auseinander hat, man müssen wirklich vielleicht ein paar Stämme zusammenkommen und dann hat man einen Fisch festgemacht worden. Das ist mit einem, was ist Metzgete? Ja. Metzgete ist ein Schlachtenschwein und ich muss die erste Essen machen. Und dann lade ich einfach die Nachbarn für eine Wurst. Das ist eine Basissache und für einen Schweinschlachter kann nicht nur ein Haus haben, aber zwei Haushalte können mit dem viel mehr schneller und viel effektiver schaffen. Wenn ein Eber oder ein großer Sau schlachten, ist eine Arbeit von einer Woche, wo man muss relativ schnell machen. Und das Brotbrechen kommt von dem. Also das ist in Beduinenregeln, in Urkulturen ist das ist ein Teil vom Leben. Dass ein Fremder wird man nie Nein sagen zum Essen oder zum etwas trinken. Und auf das baue ich, das ist eigentlich ein Grundaspekt, von wie man dort zusammen kommunizieren. Es ist Brot essen, es ist jemand hören, wenn er kaut. Es ist etwas weich machen für ein Baby oder etwas weich machen für eine ältere Person, die kann nicht mehr essen. Es sind so Sachen, wo man muss füreinander schauen muss. Es ist das, ich gebe dir das Brot, du kannst mir das Salz geben. Das sind kleine Sachen, aber das sind für mich Grundsachen, wo uns begleitet viel länger als jede andere Sache, die man macht. Es ist nicht baden, ist nicht einmal das. Seit wir früher haben, ist das ein essentieller Teil von wie wir miteinander umgehen, essen. Und durch das Projekt bringe ich das nochmal zum Vordergrund und erschaffe, also durch das, dass es mit Kunst zu tun hat, hoffe ich oder ziele ich, dass es da einen Raum gibt, wo alle diese Sachen zum Basis kommen, also Fundament kommen, wo was sind wir, wo wollen wir hin. Nochmal eine Hinterfrage von dem.